Hallo, diesmal nur ein Kurztipp. Fußball ist ja eine extrem beliebte Sportart in Deutschland. Immer noch an die 2 Millionen Menschen sind aktive Spieler. Das ist jetzt nicht sehr wenig, auch wenn es früher schon mal besser war, aber die Pandemie zeigt halt hier auch ihre Probleme. Ja, und wenn meine Zielperson vielleicht Fußball spielt, gibt es eine wunderbare Seite. Die heißt fupa.net. Finde deinen Verein, deinen Spieler und vieles mehr. Ja, das ist doch super. Also ich kann hier nach Spielern suchen. Ich kann hier Spieler finden. Thomas Müller. Ja, gibt es ganz viele. Sogar der Thomas Müller von Bayern München drin, dann nehmen wir doch mal den, der ist wenigstens bekannt. Ich kriege hier alle möglichen Daten, inklusive seinem Geburtstag, Größe, wo er spielt, wo er gespielt hat. Also von daher, wunderbar. Der war wohl nur beim FC Bayern, ja, hätte ich eigentlich wissen können. Also von daher, eine echt coole Quelle, wo ich eben mir Spieler, aktive Spieler anschauen kann, Fotos von ihnen kriege, Geburtsdaten und ähnliches. Also, wenn ihr da irgendwelche Hinweise habt, kann das natürlich auch eine schöne Informationsquelle sein. Und das Tolle daran ist, durch alle Ligen, nicht nur die Bundesligaspieler, ich habe jetzt hier bewusst einen Bundesligaspieler und keinen Amateursportler für das Demo gewählt. Aber bis in die unteren Ligen finde ich hier die Daten. Die Vereine haben offensichtlich ein großes Interesse daran, diese Profile von ihrem Verein aktuell zu halten. Und ja, da kann ich theoretisch zu 2 Millionen Menschen Informationen finden. Okay, macht's gut. Ciao, ciao.